a trip. Top, smoking, I'm cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah. Cooking the bump in the crock pot. Ich war doch vorher noch im Dorf. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier für ein Kasten? Hallo? 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 Oh! 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 Käse? Warte? Schon ein bisschen her. Oh, was ist passiert? Ich weiß nicht. Wo ist eigentlich hier? Wir sind abgestürzt. Wo ist Herr Emil? Wer ist das hier? Wir sind abgestürzt. Jere! Den kenne ich gar nicht. Nee. Während du nur die Spanne zwischen Invasion und hier erlebt hast, habe ich noch ein bisschen mehr erlebt. Rogue hat mich weggeschickt von hier. Ja. Und hat zu mir gesagt, würdest du auch überleben, wobei du niemanden kennst und auch nicht die Hilfsmittel von Herr Takeso hast? Ich meine, jetzt bist du auch hier. Da hat er nicht mit mir gerechnet. Dann war das wahrscheinlich nicht sein Verdienst, dass wir hier gelandet sind. Ja, ich glaube, das wäre das Dümmste, was er machen kann jetzt. Es war, glaube ich, ein bisschen laut, ne? Aber die Energiequelle fehlt. Die Energiequelle des Schiffes fehlt. Und ich kann das auch nicht hier anschalten. Noch was, ich was bin denn? Aus irgendeinem Grund. Habe ich halt mir ein Dorf gemacht, also ein Haus gemacht und bin dann plötzlich hier hinten im Wald aufgewacht und das Dorf war nicht hier, aber hier hinten, Moment mal, ich glaube irgendwo da hinten müsste doch das Dorf sein, es kann nicht sein, dass ich plötzlich aufwache hier mitten im Wald. Zombies gibt's hier wohl auch. Auch die allbekannten. Achso, hast du ein bisschen was zu essen für mich? Ja, ich habe hier ein paar Karotten. Danke. Zumindest habe ich die Nase voll von diesen. Das darf ja aber keiner finden in der Zeit, wo wir hier jetzt nicht hier sind. Bis ich was Gleichgültiges mit der Energiequelle gefunden habe, könnte es ein bisschen dauern. Ein bisschen? Naja, die Energiequelle verschwindet nicht einfach. Die explodiert auch nicht einfach vielleicht, wenn irgendwie eine Überladung ist. Die brennt einfach durch und das war's halt. Und da muss ich halt neu starten, aber die fehlt halt hier. Guck mal, hier drin wäre eine Energiequelle gewesen. Okay, und was ist. Akto ist ja gestorben, leider. Was ist dann eigentlich. Was? Ja. Und was ist mit Emil? Ich weiß es nicht. Der ist auch nicht hier. Nee, ich hab euch doch. Ich hab Emil habe ich zu Hause abgesetzt. Also dich. An dich kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dich abgesetzt zu haben. Ja, yo, ich glaube, Brock hat mich, glaube ich, bei der Zeitspanne, glaube ich, irgendwo mit. Ja, aber dann. Ich habe auch keinen Gedanken mehr an dich verschwendet, sage ich jetzt mal. Weil ich hab dich einmal komplett vergessen. Also, ganz plötzlich. Wir sind von Invasion weg mit dem Professor. Ja. Mit der Maschine. Moment, dann habe ich Emil zu Hause abgesetzt. Ja. Und das war's. Du warst einfach nicht mehr da. Wo ist dann eigentlich der Professor und dieser andere? Das weiß ich nicht. Ich hab mich nur zu Hause abgesetzt. Nicht neu starten, Mann! Ich brauche ihn, aber er weiß vielleicht, was passiert ist. Nee, da kommt vielleicht. Nein. Vielleicht das Feuer ausmachen, das wäre vielleicht mal eine Idee. Ja. Machen wir vielleicht. Damit das nicht mehr zu viel Aufmerksamkeit und hier vielleicht nicht der Wald gebracht wird. Ja. Also, es ist bestimmt nicht. Mich wundert es eigentlich gerade, dass es den ganzen Wald nicht abgefackelt hat. Ich meine, du weißt ja, das Bäume vielleicht brennen. Vielleicht ist das auch nicht das normale Feuer, vielleicht ist das Feuer der Energiequelle. Das ewig brennende Feuer. Das glaube ich auch dann. Ist du mir den kurz auf den Hobby zu löschen? Ja. Wir brauchen die Energiequelle. Du hast gesagt, du hast von einem Dorf erzählt, hab ich. Ja. Bekommen. Und wo ist das? Folgendes. Okay. Also, ich bin ja. Hab das Dorf verlassen ein bisschen, raus und dann. Ja. Weißes Licht gesehen, weißt du? Und dann war ich plötzlich, also am Rand des Waldes, ne? Also Rand, mitten im Wald halt. Ja. Und nach meiner Erinnerung müsste das Dorf eigentlich irgendwie hier sein. Aber irgendwie hat jemand zu mir gesagt, dass denn mein Haus in Luft gejagt wurde. Denn in dem Dorf gab es halt diese
Mafia, musst du wissen. Und ich und Denktax waren auf einer heißen Spur. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es Rogue und Mafia einen Zusammenhang gibt, aber man kann ja niemals etwas ausschließen jetzt hier in dieser Welt. Also einmal Ruhe haben ist auch zu viel verlangt, habe ich das Gefühl, langsam. Ja. Weißt du, ob wir auf der Erde sind? Das weiß ich nicht. Ja. Es sind so schon... Okay. Also es gibt auf jeden Fall die normalen Monster wie auf der Erde und die normalen Flora. Krass. Oh Gott, also die ganz normalen Pflanzen. Aber, naja, gut. Ah, oh, eine Stadt, Zivilisation. Endlich. Das sieht anders aus, ein bisschen. Aber es sieht aus wie das Dorf. Yep, es ist genau so. Es hat sich ein bisschen verändert, so als hätte ich so eine Art Zeitreise in die Zukunft gemacht. Weiß nicht, vielleicht so. Okay. Ja, ein paar Jahre. Kann so sein. Mein Haus ist weg, wie gesagt. Aber ja. Das sind noch andere, das sind noch andere. Ja, das weiß ich schon. Depfi. Depfi, okay. Danke dir erstmal, aber ich würde jetzt sogar schon sagen, dass ich mich mal umschaue. Ich muss die Energiequelle finden, weißt du? Vielleicht kannst du mir auch ein bisschen helfen. Ja, wie sieht denn, aber, wie sieht denn die Energiequelle aus? Sag mal. Naja, wir müssen sie vielleicht... Sie besteht größtenteils aus Smaragden. Smaragd. Es würde für einen Anfang, um ihn wenigstens anzuschalten, würde ein Smaragd schon reichen. Von Rogue. Du weißt ja, diese... Vor Invasion, weißt du noch? Ja, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Da war er doch dabei, oder nicht? War er in Rogue? Ich glaube schon. Ich glaube, es kann sein, ich habe keine Ahnung, es ist für mich schon so lange her. Dann ist die Frage, wie kam er her? Oder die andere Frage, ist es vielleicht der Enkel oder der Sohn von Davy? Das ist gut möglich, ich weiß aber auch nicht, ob wir jetzt in der Zukunft sind oder in der Vergangenheit von Rogue aus gesehen. Oder in der Gegenwart. Oder noch in der gleichen Zeit, ja. Halten. Aber vom Baustil würde ich sagen, dass wir sogar noch ziemlich in der gleichen Zeit sind. Vielleicht ein paar Jährchen vor oder zurück, aber das macht jetzt auch nicht wirklich viel. Eher weiter? Ja. Okay. Eine Detektei gibt es auch schon, okay. Ja, es also, gibt schon viel, also, das hat sich auf jeden Fall schon für dieses Jahr verhältnismäßig moderne Berufe. Herr Takeso. Ja. Achten Sie immer auf manche Leute. Manche Leute sind sehr komisch. Zum Beispiel. Ich habe mit Dentax, das ist ein Bewohner, den kenne ich, also den habe ich frisch kennengelernt halt. Der ist halt auf der Spur gewesen mit mir und da war ein Händler namens Johnny Kaufman. Der hat anscheinend irgendwas mit der Mafia am Hals, aber... Was ist mit der Mafia? Mit der Mafia? Wir müssen aber das hinter uns jetzt besprechen. Oh, hinter uns ist Deppi. Deppi. Ruhige Gesellen. Nicht, dass er uns noch unsere Gespräche mithört. Ich würde jetzt aber auch schon... Wiedersehen sagen, ich werde mir jetzt ein paar Sachen holen, ich werde wahrscheinlich mir erstmal, ich muss die Energiequelle finden, ne? Falls sie irgendwas mit Smaragd oder irgendjemand, falls sie irgendwas hören auf dem Markt oder so. Nee, Smaragd eher nicht. Sie wissen ja, Smaragd ist ja der seltenste Stein, den es hier eigentlich gibt. Seltener ja, es gibt noch seltene, es gibt noch seltenere, allerdings hat die, glaube ich, in die Uhrzeit noch niemand gefunden. Aber, ja, falls sie irgendwas auf dem Markt hören von Smaragd oder einen finden, geben sie mir Bescheid. Ich mache mich direkt darauf zu. Ja, dann schönen Tag noch und ja, passen Sie auf Sie auf. Gleichfalls. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, und weißt du, was ich mit, dann sehe ich da so und denke so, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das will ich aber auch schon sagen. Okay? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey, du musst dann so ankommen. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Oh man, Feuer, oh nee, Scheiße, oh nee, da sind Mädchen drin, oh nein, ist und oder so. Aber ich war's auf 200%. Oder so, oh nein, was ist hier denn passiert? Name, was hast du denn gemacht?